viel jetzt zu erzählen gibt es dazu nicht. Also das ist, war jetzt eine Frucht, die man ja mal eben kurz essen konnte. Da gibt es nicht so viel zu erzählen. Ganz wichtig wäre vielleicht zu erwähnen, es ist eine Passionsfrucht. Also das ist mit Sicherheit noch interessant. Und hallo und herzlich willkommen. Heute werden wir wieder in den exotischen Bereich gehen und eine neue Frucht testen. Diesmal ist es eine Granadilla. Nicht zu wechseln mit der Tamarillo, es ist Granadilla. Und die Frucht soll sehr süß sein. Und da lassen wir uns jetzt mal überraschen. Wir werden jetzt einfach mal aufschneiden. Die ist übrigens sehr leicht, also Gewicht, vom Gewicht her, also ganz anders als andere Früchte. Man hat das Gefühl irgendwie, dass das hier drin hohl ist. Aber wir schneiden das jetzt einfach mal auf. Und dann zeige ich euch das gleich. Ja, dann zeige ich euch das gleich in Nachaufnahme. Also die Schale ist sehr hart, zäh, brüchig. Ich zeige es mal in Nahaufnahme. So sieht die Frucht jetzt aufgeschnitten aus. Man erkennt sehr schön die Kerne und etwas Fruchtfleisch und der Außenbereich hier. Also hier die Schale und das Weiße hier. Das kann man also nicht essen, das ist ziemlich zäh und pappig. Aber die Samen und das Fruchtfleisch kann man essen und das werden wir jetzt mal gemeinsam probieren. Ja, dann kommen wir jetzt zum Probieren. Das Ganze sieht ja sehr interessant aus, schleimig und wabbelig. Wir werden das Ganze jetzt mal vom Geruch her, ich habe vorhin schon mal gerochen, das ist ja, schwer zu beschreiben, so ähnlich wie Stachel wäre. Und die Kerne kann man übrigens mitessen. Sehr süß. Geschmacklich kann man einfach nur sagen, exotisch. Sehr lecker. Und gerade dieses Crunchige von den Kernen. Das Ganze ist ein bisschen schwer rauszulöffeln, weil das alles so ein bisschen ineinander ist. Jetzt werde ich jetzt auch mal versuchen, so ein bisschen in der Frucht hin und her zu rühren. Das ist nicht, doch nicht ganz so einfach. Guck auf. Ganz wichtig soll erwähnt sein, die Früchte nach Möglichkeit kühlen, dann schmecken sie wesentlich besser, als wenn sie Zimmertemperatur haben. Das Ganze ist etwas säuerlich. Hallo Coco. Ja, schmeckt auch richtig. Also von der Säure her so ein bisschen wie Orange. Oh, schon alle. Aber einfach nur köstlich. Richtig, richtig lecker. Tja, und das Ganze ist jetzt richtig trocken. Also ich habe das jetzt, wie gesagt, komplett einmal ausgelutscht, ausgelöffelt. Und innen drin, das ist jetzt also richtig trocken. Nicht klebrig oder so, das ist auch richtig interessant auch anzusehen. Ja, einfach nur lecker. Aber dir gebe ich das nicht mit den Kernen, das ist nicht so gut wie die. Ja, dann hatte ich noch eine Sherimoya, die ich testen wollte. Übrigens bei dieser Granadilla ist es so, dass man, wenn man die kauft, auch nach Möglichkeit so schnell wie möglich verzehren sollte. Denn solche Früchte kann man nicht lange lagern. Das ist mir nämlich jetzt passiert bei der Sherimoya. Das ist diese Frucht hier. Da wollte ich eigentlich auch testen, wie die schmeckt. Allerdings ist die jetzt schon ein bisschen überreif. Man sieht, das unten läuft jetzt langsam aus. Ich werde die aber nicht wegschmeißen, dann werden die Samen rausnehmen und dann einsehen. Und bei Gelegenheit werde ich mal gucken, ob ich eine andere Sherimoya noch mal irgendwo herkriege. Aber bisher habe ich keine andere gefunden. Und auch die Sherimoya, die reifen sehr schnell nach. Also wenn man die kauft und die reif sind, sollte man sie auch Möglichkeit sehr schnell essen. Das mal nebenbei erwähnt. Das war's dann jetzt auch von der Granadilla. Viel zu erzählen gibt es dazu nicht. Also das ist, war jetzt eine Frucht, die man ja mal eben kurz essen konnte. Da gibt es nicht so viel zu erzählen. Ganz wichtig wäre vielleicht zu erwähnen, es ist eine Passionsfrucht. Also das ist mit Sicherheit noch interessant. Und wie gesagt, das ist die süßeste Sorte, die es davon gibt. Und ihr müsst es einfach mal ausprobieren. Und
Mir macht das jetzt sehr viel Spaß mit diesen exotischen Früchten und ich hoffe, ihr bekommt auch Spaß dabei, denn es gibt so viele unterschiedliche Sachen auf der Welt, die man entdecken kann. Ich würde auch gerne mal diese Kotzfrucht probieren, aber ich weiß nicht, ob ich davon tatsächlich mal eine richtig ganze Frucht bekomme, aber wer weiß, vielleicht irgendwann mal. So, ich hoffe, euch hat der kleine Film gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Ja, und probiert einfach selber mal. Lecker, lecker. Ciao, ciao. Ciao, ciao.